Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baiten Kaitos. Eigentlich war der letzte Part ja schon ein Grind-Part, aber ich könnte noch einen hinterherlegen. Das Kämpfen macht mir gerade so viel Spaß, Mann, ehrlich. Und es läuft gerade so gut. Eigentlich habe ich nicht so viel Zeit heute, aber... Naja, eine halbe Stunde am Tag darf man sich schon Zeit nehmen, bin ich der Meinung. Beten. Also, wir sind Level 5, was will man eigentlich mehr? Ja, eine schöne Pizza wäre jetzt gut. Aber gut. Ja. Lass ich schon wieder noch zu ausrüsten. Karten. So, ich will mein Deck gerne umstellen. Ich brauche bessere Waffen, definitiv. Angriff. Ja, Angriff ganz hoch, Angriff ganz hoch. Nichts mit Angriff ganz hoch. Typisch. Nein! Nach Angriff sortieren. Danke. Ich hätte gerne den höchsten Angriff zuerst. Wäre auch schön gewesen, liebes Spiel. Aber man kann ja von dir nicht alles verlangen, wie ich finde. Die 6. Das ist auch eine 6. Die 8. Habe ich hier noch eine 8? Ich hätte gerne so ein Eisdingsbums weg. Also ein Wasserdingsbums. So. Okay. 8. Und was haben wir hier? 12. Mensch, welches ist es? 8. Okay, kann man mit leben. Verteidigung. Bitte, die haben... Nee, die haben eine schlechte Verteidigung. Ich wollte schon sagen, ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Eine 3 habe ich hier. Was habe ich hier noch Schlechteres als eine 3? Nichts. Okay. Habe ich eine 1 damit? Nein, habe ich auch nicht. Aber ich habe immer noch ein Flammenschwert übrig. Das werde ich auch gleich nehmen. Und tue den Flammenpanzer hier auf die 2 legen. Und auf die 3. So, passt. Den hier tauschen wir mal gegen einen ziemlich schlechten Angriff aus. Ah, ein 4er und ein 4er ist getauscht. Gut. Oh, verdammt, ich wollte noch den restlichen Flammenkrabs hier anlegen. Nämlich diesen Flammenpanzer hier. Mal gucken. 11. 10. 8. Ist aber auch eine Angriffswaffe eigentlich. Nehmen wir das weg und noch das hier dazu. Gegen den hier. Ah, toll, beim Angriff kein Effekt. Braucht man noch voll. Nutzloses Item. Okay. Dann haben wir das schon mal geregelt. Liebe Freunde der schlechten Let's Plays, ich speichere das ganz kurz, meine Änderungen. Und wir gehen nochmal in die Nunki-Schluch, denn ich hab Bock zu grinden, ehrlich. Im letzten Part schimpfe ich noch so drauf oder am vorletzten und nun mache ich es ständig. Ich glaub's ja nicht. Und wenn das Spiel so schnell läuft, ohne dass ich dazu was beitragen muss, gefällt es mir. Da. Ja, toll. 6, 7. Schön. Schön. Geht doch. Ach. Und wir lassen mal darauf. Ist in Ordnung. 1, 2. Ja, jetzt stehe ich wieder von meinem Lieblingsproblem. Eis und Feuer nehmen sich nun mal gegenseitig den Buff ab. Ja, ich bin vor Einfrieren geschützt gegen einen Feuergegner. Sehr praktisch, wie ich finde. Na, was soll's. Ist nur einer diesmal, den machen wir auch platt. 2, 4, 7. Keine schöne Kombo. Ich merke, der hat eine Resistenz aufgrund seines natürlichen Grundelements. Und super, ja, ich nehme natürlich das Feuer... Und nicht das Eis. Gegen welches er keine Resistenz hat. Ich nehme den Fotoapparat natürlich gleich mit. 100%. Ah, okay. Also, hab das Foto bekommen. Hat einen komischen Schichtkebab, den ich eh nicht brauche. Nochmal rein da. Ich merke, ich kriege Hunger. Ich hoffe, ihr habt meinen Magen nicht im Let's Play. Ich hingegen höre ihn. Ja, toll. Ah, jetzt tötet er den bestimmt. Ich wusste es. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe immer ein Flammenschwert bekommen. Geht's denn besser? Ich glaube, schwer. Ach, ach, belassen wir da drauf. Haben zwei Flammenpanzer. Bringt immer noch einen Bonus ein. Kann er gerne angreifen kommen.
Ja, danke. Ganz schlecht von euch gemacht, meine lieben Gegner. Da ich im Moment eh nichts machen kann. Elf Schaden, genau als wenn ich eine Combo spiele. Schon fast, oder? Ich weiß nicht. Minus 100%, na super. 1, 4, 5, nehmen wir das so. Plus 100%, ist gleich viel besser. Jetzt kriege ich bestimmt eine Rüstung oder ein Schwert. Nein, gar nichts. Okay, soll mir recht sein. Also wenn ich das Foto kriegen kann, dann nehme ich... Und ist mal gut, wenn ich gar nichts anderes kriege, denn ansonsten ist es unfair. Sonst muss ich mal überlegen, was will ich nehmen. Mag ich nicht so. 8, 7 und 6. Nein, ich drücke nichts weg. Das ist Tatsache die ROM. Die zu schnell ist mal wieder. 7, 4, 1. Der ist eh tot. Ja, man muss sich eigentlich seinen Gegner ein bisschen mehr anpassen, aber, ja, ist halt alles nicht so einfach. Jetzt besiege ich den hier noch und danach bin ich hier definitiv wieder raus. So, 7, 7, lassen wir da drauf. Ja, ich muss aufpassen, wenn man Green hört. Ich höre ihn schon wieder. Okay, wir kriegen sogar sowas Gutes. Ich nehme den Flammenpanzer. Wir werden ihn definitiv noch brauchen. Vielleicht nicht jetzt. Direkt, vielleicht auch nicht im nächsten Part und übernächsten vielleicht auch nicht, aber wir werden ihn brauchen, glaubt's mir. Hallo. Und tschüss, verkaufen. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel draus. Wow, ha. Jederzeit wieder vorbeikommen. Brauche ich nicht im Moment. Aber was mich mal interessieren würde, ist, habe ich schon wieder ein Level up? Nein, hier hinten ist eh eine Blume. Ja, wir speichern hinterher direkt. Beten. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Aber nicht viel. Zum Abenteuer zurückkehren. Fortschritt speichern. Ja. Gerne, immer doch. So, an der Stelle heißt es dann wieder von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn nein, wisst ihr hoffentlich ebenfalls, was ihr zu tun habt. Und empfehlt mir einfach Leuten weiter, die ihr nicht mögt. Haben wir alle was davon. Die müssen ein schlechtes Video gucken und... Ich habe einen Klick mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Baiten Kaitos.